Mit ihren derzeit 5 Vertretern im Gemeinderat ist die FPÖ in der Stadt Salzburg seit Jahren eine starke Opposition und Kontrollinstanz. Das Ohr steht nahe bei den Bürgerinnen und Bürgern, scheut sich das Team um FPÖ-Stadtparteiobmann Andreas Schöppel nicht, Probleme, die Menschen bewegen, auch offen anzusprechen. Aber nicht nur im Gemeinderat, sondern auch darüber hinaus haben die Salzburgerinnen und Salzburger in der FPÖ stets einen starken Partner, auf den man sich verlassen kann. 8 Männer und Frauen, die ihre individuellen Stärken zum Wohle Salzburgs vereinen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Auch wenn der Weg manchmal steil sein mag, mit vereinten Kräften kommt man letztlich immer an sein Ziel. Und das Ziel ist klar: die Stadt mit ruhiger Hand gemeinsam durch alle Stromschnellen zu steuern. Wo es Probleme gibt, ob beim Thema Integration, Verkehr, Sicherheit oder Wohnen, dort hört die FPÖ den Betroffenen zu und legt konkrete Lösungsvorschläge auf den Tisch. Mit Mut zur Heimat und den Menschen im Fokus ihrer Politik. Damit Sicherheit, Lebensqualität und leistbares Wohnen auch in Zukunft genauso zu Salzburg gehören wie seine kulturellen Sehenswürdigkeiten und herrlichen Naturschönheiten. Mut zur Heimat. Salzburg zuerst.